Ihr musstet jetzt über einen Monat warten und deswegen gibt es jetzt passend dazu die Schallplatte Wait von C418. Jo meine Tubes und willkommen zu der 50. Folge von den Minecraft-Fakten der Woche. Ja, man kann sagen, ich war jetzt so in der Winterpause mit dieser Serie. Eigentlich lag es daran, dass ich keine Fakten mehr hatte, die ich vorstellen konnte. Deswegen gab es jetzt über einen Monat keine neue Folge. Normalerweise kommen ja die Folgen immer am Montag, jetzt kommen sie am Dienstag, weil ich gestern überhaupt keine Zeit mehr hatte. Und ja, ich bin ganz aus der Puste, weil, weil ich gerade Boot fahre. Na gut, ich würde sagen, wir fangen gleich nach dem Intro an und jetzt viel Spaß. Für die erste Fact können wir gleich im Boot bleiben, denn wenn ich jetzt so im Boot bin und hier den F5-Modus hier mal mache, ne, dann kann ich hier unters Wasser gucken. Und ihr seht ja jetzt hier, wie das Wasser aussieht. Jetzt passt mal auf, jetzt ziehe ich mir den Helm an, den Respiration-Helm. Und ihr seht, wow, das Wasser ist plötzlich hier durchsichtig geworden. Und das macht überhaupt keinen Sinn, weil mein Helm ist ja über Wasser und ich gucke hier runter. Und der Effekt sollte eigentlich nur, ist ja an meinem Helm, also sollte ja nur eigentlich funktionieren, wenn ich mit dem Kopf unter Wasser bin. Aber das bin ich gerade nicht und es funktioniert trotzdem. Jo, das war der erste Fakt. Zweiter Fakt bezieht sich auf einen Tweet, den Dinnerbone gepostet hat. Und zwar hat er vor einigen Tagen, am 9. Januar, glaube ich, geschrieben, dass sie jetzt die Möglichkeit hatten, einmal zu sehen, wie viele Leute, wie viele Menschen eigentlich gleichzeitig, also im selben Moment Minecraft spielen. Also zum Beispiel jetzt, wie viele Menschen jetzt gerade Minecraft spielen. Das haben sie herausgefunden und zwar, ja, ich weiß gar nicht wie, aber... Wir wissen zumindest jetzt, wie viele im gleichen Moment Minecraft spielen und ich rede so lange um heißen Brei. Es sind genau 998.000 Leute, Menschen, die jeden Moment Minecraft spielen. Also jetzt gerade spielen auch wieder 998.000 oder so die Zahl. Ja, also so 990.000 bis 1 Million würde ich mal sagen, spielen gerade Minecraft auf jeden Fall. Und es ist wirklich richtig krass. Also 18 Millionen Leute besitzen ja das Spiel schon und wenn da jede Sekunde jetzt hier fast 1 Million Leute das spielen, das ist echt ein Spiel, das richtig abgeht. Das wissen wir ja selber, das macht ja immer Bock, kann es jederzeit spielen. Und dazu einfach mal wieder richtig fetten Dank nochmal an Notch, der dieses Spiel entwickelt hat. Das ist auf jeden Fall das beste Spiel, was ich je gespielt habe. Dankeschön an dieser Stelle an Notch. So, und das folgende Problem kennt ihr doch alle. Und zwar, wenn man jetzt hier von auf der einen Seite zum Beispiel Monster hat und die auf die andere Seite des Ozeans transportieren möchte, oder zum Beispiel auch auf eine Insel, so wie ich es bei Mining Island habe, dann, ja, weiß man immer nicht, wie man die schleppen sollte. Man könnte natürlich jetzt Weizen nehmen bei Kühen und bei Schweinen halt Karotten, um die halt so anzulocken quasi, aber das ist halt, es geht halt ziemlich langsam. Mit dem Boot kommt man natürlich schneller voran, aber dann gab es zumindest das Problem, wenn man die dann an der Leine festmacht, dass die Leine immer gerissen ist. Also ich habe es zumindest früher mal probiert mit der Leine, während ich im Boot gefahren bin und dann ist die Leine immer gerissen. Aber jetzt seit neuestem fällt mir gerade erst auf, dass es irgendwie funktioniert plötzlich. Ich weiß nicht, seit wann es so ist, aber irgendwie, es funktioniert nicht seit immer, aber jetzt irgendwie schon. Ist komisch. Aber jetzt passt mal auf. Also ich habe jetzt hier 4 Monster hinten dran. Wir fahren jetzt hier mal auf die andere Seite des Ozeans. Und dann gucken wir mal, wie viele noch dran sind von diesen 4. Und dann bin ich mal gespannt. Also bis jetzt sind bei mir erst 2-mal Monster abgerissen. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich habe da, glaube ich, immer mehr als 4 Monster dran gehabt. Vielleicht lag es daran, vielleicht dürft ihr einfach nicht mehr als 4 Monster transportieren. Weil die sonst abhauen. Oder nicht mitkommen. Aber jetzt passt auf, jetzt sind wir gleich angekommen. Und ich feiere auch mit Vollgas, ne? Das mit diesen scheiß Lilipads. Manchmal zerstören sie das Boot, manchmal nicht. Das ist komisch. So. Schau mal. Oh, da sind wir auch schon. Zack. Und wir sehen, alle 2 Schweine, ein Chicken und das Schaf sind angekommen. Alle heile. Und ist super, ne? Das war ja jetzt ein fetter Ozean eigentlich. Also, dass das funktioniert, das wusste ich ja bis jetzt auch noch nicht. Deswegen kann ich jetzt in Mining Island endlich schnell Monster übers Wasser transportieren. Was mich richtig freut. Ich hoffe, ihr habt in dieser Folge wieder was gelernt. Wenn ja, dann gebt eine positive Bewertung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder bei den Fakten der Woche.
wenn ihr wieder fleißig Fakten schreibt, macht es mal. Denn sonst gibt's Haue Haue. Nee, Scherz. Aber ja, ihr könnt mir noch auf Twitter und Twitch folgen. Ist immer geilen Stuff. Also auf Twitch Livestreams und auf Twitter mit den neuesten Meldungen. Und das war's jetzt. Sagt tschüss, scharf. Tschüss.